diese Cheater. Wie er da oben in der Decke hang, Alter. Ich hab's gar nicht gesehen, aber du hast es ja gesessen, hätte ich. Vor allem, als es Enrico dann geschnallt hat. Ja, ich hab halt ins Stream geguckt und dachte mir so, hä? Hä? Dann lauf ich da durch, denk mir so, hä, der steht ja hier nicht auf dieser Ecke da. Und dann sehe ich, dass du auf dem Ding da oben stehst. Kann ich? Ja. Ja. So, Terminator-Style Überlebenskampf. Menschen gegen Maschinen. Ah ja. Ja, so heißt das. Humans vs. Machines. Ich weiß, wie es euch geht, aber ich bin hier irgendwo am Arsch der Welt gespawnt. Alter, wir sind alle an verschiedenen Basispunkten hier. Die Frage ist, wo kommen die her? Bitte nicht, wir müssen jetzt erstmal zurückkommen. Ernsthaft? Und die stehen bestimmt gleich alle um uns herum. Ja, genau. Weißt du, ernsthaft, genau aus der Ecke, wo ich herkomme. Ich muss jetzt mal herlaufen und hab die Gegner schon um mich herum. Boah, da hinten kommen sie. Ja, ja. So. Das sieht alles aus wie Juggernauts, Alter. Nee, nicht alle, aber ein Teil davon. Aber die haben keine Dings wie Juggernauts, die sehen nur so aus. Ja, ja. Aber ich habe einen bei mir, also. Ich habe auch schon einen ausgeschalten. Ich auch, gerade. Das ist ein komisches Level. Aber wenigstens hat man hier von also eine gute Übersicht, also du kannst halt gut runterschießen. Ist ja ein Enrico irgendwo auf der Landebahn rumspringen? Ja, hat's halt drauf. Mama! Oder doch nie. Enrico, brauchst du Hilfe oder schaffst du alle? Helikopter! Das sind aber nur Cargo-Bobs. Warum braucht man hier für Cargo-Bobs? War ich der falsche? Aber die halten voll viel aus, Alter. Ja. Bei der ersten Welle haben wir schon eben verloren. Ich glaube, ich setze neue Leute ab. Das ist aber auch eine Welle. Wir sind gerade mal bei einem vierten Balken, Alter. Ja, das wird witzig. Ach, aus dem Cargo-Bob schießen die. Na, Quatsch. Oh Leute, da hat mich einer gelandet. Sicher? Das ist ja lustig, überleg mal, die landen, dann geht hinten die Klappe auf und wenn man kommt, hast du 10 Leute rausgerannt. Ich glaube, die sind alle unten drin, ne? In unserer Basis hier. Nee, sind sie nicht. Also ich stehe unten drunter tatsächlich und ich habe hier nicht wirklich Gegner drin. Ich müsste jetzt bei euch auf der Seite sein, oder? Die müssen doch aber hier irgendwo sein. Guck doch mal, wo die roten Dinger sind. Ja, die sind aber auf der anderen Seite da hinten. Hier unten sind sie doch. Von wegen sind die nicht unten drin. Ja, okay. Den Raum hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Bei mir waren sie nämlich nicht drin. Ach, Kevin. Ja, die laufen hier wieder rum. Okay, dann habt ihr doch recht. Ja, Sterbi-Berli. Hilfe, ich muss weg. Mama, aber die töten mich. Die wollen mich lieb. Haben mich nicht lieb. Nee, hier hinten ist nichts. Das ist Sackgasse. Alter, wir sind noch immer noch bei der ersten Welle und die Hälfte des Balkens ist gerade noch voll. What the fuck, Alter? Nee, das ist hier alles Sackgasse. Wir müssen woanders hin. Scheiße, da steht noch zwei. Okay, die genau wie damals an dem Strand, wo die dann an der Wand alle stehen. Alter. Alle schießen von außen. Er sagt, das ist. Das ist schon krass. Oh! Oh, Markus! 4-2!
Alter Verwalter, das ist Also da musst du schon wirklich gut zusammenarbeiten, dass du da irgendwie eine Welle überleben kannst, Alter. Krass. Mhm. Ja, wie gesagt, guck mal, das ist gerade bei Welle 1. Und wie viel haben wir jetzt noch? Ja. 30 Gegner oder so vielleicht? Ich meine, du kannst das ja einstellen, wenn du das selber erstellst, kannst du die Wellen alle einstellen. Wie viel, was und wie und wo. Habe ich ja schon mal ausprobiert. Ihr macht ja eigentlich noch mit oder bin ich ja alleine? Du kannst das gut alleine, habe ich gehört. Wo sind denn die alle? Unten, glaube ich. Nee, da will ich nicht hin. Das sind böse Menschen, ne? Was, seid ihr alle schon tot? Ja. Das sage ich ja, du schaffst das schon alleine. Wir vertrauen dir da voll. Also das ist eine echt heftige. Das ist definitiv heftiger. Wenn das gerade mal die erste Welle ist, stell dir vor, wir haben, wenn wir so Welle 8, 9 oder sowas sind, falls wir auf so weit kommen. Die kommen nicht hoch, die warten alle da unten. Ja, ich geh gleich runter, ich muss mal aufpassen. Das ist das einzig Negative an diesen Dingern da, auch wie bei dem, was vorhin Kev meinte mit dem am Strand, dass die halt das nicht schaffen, hier mal hochzuklettern, weißt du? Das wäre noch krasser. Stell dir mal vor, da bist du irgendwann so Welle 6, 7 und die kommen alle da hochgekrabbelt und du stehst ganz hoch. Die sind doch klüger in dem Fall als du. Die wollen ja, dass du runterkommst. So wie Zombie-Dings, dass die da hochgekrabbelt kommen, Alter, das wäre auch krass. Ja. Oh, ist doch. Nein! Ist Granaten runter. So, liebe Leute, wir haben noch eine gute Stunde vor uns. Das war lustig aus, dass die Granate untergeworfen hat, im Moment so umgefallen hat, als ob er die so ins Gesicht gekriegt hat. Nein! Ich glaube, wir sollten dieses Tiny Racers immer machen, wo wir diese Mini-Autos da hatten, wo wir dann da von oben Sicht hatten und sowas. Das sollten wir auch vielleicht mal wieder ein bisschen mehrmals machen. Hast du doch das letzte Mal schon gesagt. Hab ich das gesagt? Ich glaube, ich habe es vorhin mal gesagt. Ich glaube, das ist gar nicht mehr drin. Schade auch wieder mit den Punkten da oder sowas. Oder da die Punkte allein mit den Autos. Das fand ich auch schade, dass wir es rausgenommen haben, dass wir anders spielen könnten. Ich glaube, das wäre ein paar Mal witzig geworden. Nicht weg. Nee, es war ein Billigfusel. Du magst doch den Billigfusel. Du freust dich doch, wenn du nächsten Tag mit Kopfschmerzen aufwachen kannst. Dann hast du wieder eine Ausrede. Leute, haben wir überhaupt die erste Welle? Liegt an dir, ja nicht an uns. Sind denn die alle?
Sind die nicht heim? Sind die nicht in die erste Etage? Ach, genau vor dir steht der. Der läuft jetzt gerade ein bisschen weg von dir, ja. Da, wo du gerade warst, jetzt, genau. Einer ist ein bisschen weiter rechts von dir, wenn du aus dem Fenster, wo du gerade warst, geguckt hast, hättest. Ich habe keine Arcade mehr. Du bist eine Rakete, aber mit der kann man nicht schießen. Das hast du aber schön gesagt. Ah. Vor allem, er schießt da einfach 20 Raketen rein, weiß nicht mal, ob da irgendjemand ist. Und dann sagt er, ich habe keine Raketen mehr, ja. Was funktioniert? Wenn Sven das jetzt noch eine gute 3-5 Stunde so macht, dann ist die Runde heute vorbei. Das wird das längste Video, was wir jemals hochgeladen haben, am Ende. Nee, Teil 1 von 5. Es gab tatsächlich nicht viel. Rechts von dir. Da steht einer neben dir. Sven, auf der anderen Seite. Links von dir. Links von dir. Da, wo du gerade warst, in der Ecke drin. Ja. Da hast du mit daneben festgestellt. Hä? Viele. Es sind jetzt noch 20. 3 oder so. 2 große und 2 kleine. Meine Damen und Herren, wir sind bei Welle 1 und Sven hat jetzt schon 52 Kills. Naja, hab's nie. Doch. Ich guck doch hier auf besten Listen. Du hast 52, ich 26. Genau. Ich hab 13 und den Rico 12, ja. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich schreibe das Auto ein, oder? Wenn man das nicht überhaupt kann, ich glaube, die kann man gar nicht benutzen. Nee. Was ist da noch ein paar mehr? 4? 3? Wir sind ein groß auf alle Fälle noch. Sie haben gerade Cocksucker gesagt, weil sie wissen, wie recht sie haben. Hinter dir an die Ecke. Shit. Und jetzt auch der Große. Komm schon, mit großen Dingen kennst du dich aus. Der steht wahrscheinlich links von dir in der Ecke, wenn du auf der anderen Seite. Ich habe gar nicht mal, mit dem ich schießen kann hier. Was ist denn los? Der steht da wahrscheinlich irgendwo in der Ecke rum. Ob der da nicht weiterkommt oder nicht rauskommt oder was auch immer. Da steht der. Wo? Rechts von dir. Gerade zu. Jawohl. Jawohl! Unser Vertrauen wurde, hat sich gelohnt. Oh. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt sterben wir wieder alle und Sven kann. Ich hatte ja gerade bewiesen, dass das kann. Ah, ernsthaft? Du bist schon wieder so kilometer weit weg?
Was ist das für eine Scheiße? Lass mich raten, ihr steht tatsächlich in der Nähe von dem Ding, oder was? Ich bin in dem Ding, ja. Ja, toll. Und ich muss jetzt mal 5 Kilometer dahin laufen. Das ist eine Grütze. Du stehst direkt mit in den Feinden gleich wahrscheinlich. Ja, und zwar volle Leute. Mama! Wer denkt sich so eine verkorkste Scheiße aus, Junge? Ja gut, das war okay, aber der Spawnpunkt war scheiße, scheiße gesetzt, dass du jetzt mal 5 Kilometer zurücklaufen musst. Ja, genau das ist es. Ich bin schon genau da vorne und wurde komplett umkreist. Ja, das war ich verstehe es aber auch nicht, weil eigentlich kannst du die Spawnpunkte locker hier in dem Gebäude setzen. So, hier waren zwei bei mir. So, ich schütze jetzt erstmal als nächstes. Ich habe langsam die Befürchtung, dass das unser letztes Spiel heute wird, so lange wie das hier geht. Sehr wahrscheinlich. Ach. Ja, entschuldige, ich wollte ein bisschen schneller sein, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Nee, ich meine allgemein, guck doch mal, wir sind schon wieder bei Welle 2 und gerade mal ein Viertel durch. Ich sag jetzt, glaube ich, nicht an dir, Sven. Das ist halt jetzt gerade so. Aber alles gut. Ja, er schießt noch nicht. Okay. Erwischt. Aber immerhin halten wir diesmal länger durch als vorhin, ne? Oh, Alter! Fress ruhig ein paar Headshots. Dankeschön, Markus. Der hat nämlich gerade ohne Headshots gefressen. Ja, das war auch eine schwere Einheit. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich dachte mir, weil das wäre ein schöner Feld. Leute, im Haus, im Haus, im Haus! Ja, ich komm schon runter. Ich bin schon da. Da kämpft ihr um die Ecke. Oh, das war gerade pervers. Mhm. Oh, die Penner spawnen aber auch hier drin, gell? Mhm. Leute? Ja. Ja. Hier ist gerade was geboten bei mir. Wer mitmachen? Nö, ich hab hier genug Beschäftigung. Warte. Oh, Alter. Alter, fahr weiter, ey. Was ist das hier? Das ist abartig gerade. Tot. Scheiße. Jetzt ist schön eingekesselt. Grüß dich, Enrico. Moin. Wow! Ist klar, ich muss natürlich in die ähnliche Stelle laufen, wo ihr Haufen sind.
endlich. Alter Schwede. Und trotzdem mehr als Sven. Aber machen diese scheiß Wortpunkte, ne? Also ich bin mittendrin. Naja, ich bin hinten, wo die Flugzeuge stehen. Also ich komme jetzt erst zurück. Aber das bist du auch gestorben, oder? Hä? Ich denke mal, ja, wenn du gestorben bist, dann... Okay. Ja gut, aber ich wundere, dass die anderen mit da drin gespawnt sind in dem Gebäude und ich bin halt, wie gesagt, hier draußen. Ihr sitzt alle auf einem Haufen und ich muss erstmal zurücklaufen. Kim, die Rückendeckung. Ja, ich habe schon den ersten abgekriegt, meine Panzerung ist schon weg. Bälle und ich sterbe. Nee. Ich sterbe. Der Chef für den Heli. Ich bin ja nur am Schießen. Ich bin tot. Das ist alles noch ein Leben von uns. Ich bin gerade tot, weil ich keine Waffen mehr sehe. Ich wäre Waffe. Ja, wir sind auch hier teilweise mit zwei, drei Leuten rein, wo ich stand. Oh! Da waren es mir zu viel. So, ich bin raus. Und jetzt liegt es an euch. Morris, willst du wirklich schon um 2 Uhr aufhören? Ja. Achso, schade. Ja, ich ganz ganz noch. Oben steht auch einer von euch, von denen, ne? Auf dem Dach, also über Markus quasi. Nee, das ist ein Rico. Ich muss um 2 Uhr aufhören. Sven. Entschuldigung, das war ein Rico. Sah nur erst als Krieg da aus. Also, die Map möchtest du mindestens mit 6-7 Leuten machen. Geht ja nicht. Vierer. Überlebenskämpfe sind immer nur 4 Plätze. Du kannst sie nicht mit mehr spielen. Deswegen ist das ja hier die Vierer Playlist. Weil wenn du nämlich praktisch den Playlist mit 4 mit einem Überlebenskampf anfängst, kannst du danach keins mehr auswählen, was praktisch mehr als 4 Spieler ist. Markus, ich glaube hinter dir war hier Westen und sowas. Genau hier in dem Raum müssten Medipacks und sowas sein, genau hier.
Enrico, selbst für dich. Aber ihr habt sie fast alle, ne? Haben sie alle, ja. Also drei. Wir haben sie nicht mehr alle. Wir haben sie sowieso nicht alle, aber das ist mal was anderes, ist ein anderes Thema. Gut, jetzt bin ich auch mal draußen. Ja. Ja, es ist trotzdem Grütze, dass du erstmal zurücklaufen musst. Bis dahin bist du da komplett, fast ganz schon komplett tot, bist, da zurück bist. Oh, ich hab's geschafft. Na, ich bin noch nicht ganz zurück. Ich habe wahrscheinlich einen etwas weiteren Weg gehabt. Aber ich war doch. Zack, zack, zack. Bist du schon in der. Ich wieder alles weg. Ich komme jetzt auch mal hoch. Das ist mir da ein bisschen zu heiß da unten. Was hier für Munition drauf geht, ist aber Wahnsinn. Mhm. Ja, bei dem musst du wieder tausende Dollar nachzahlen. Vielleicht kriegst du ja auch genug dafür. Wenn du es schaffst, bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass man das schafft. Nur jetzt kommt noch so ein scheiß Flugzeug an. Ist das denn los? Na, verdammt. Oder so. Oh Leute, warum kommt er genau vor mich? Bin tot. Und wir noch schießt auf mich. Ja, aber Niveau. Ich sehe schon nur vorbeifallen. Oh, warum fällst du nicht einfach um? Stirb, du Affe! Jetzt? Hier mit der Granate spielen, Penner. Geh auf die Autobahn. Langstriche. Nein! Nicht davon. Jetzt ist mal hier so ein bisschen aufgeräumt. Eben noch, los, den schaffen wir auch. Nee, ist noch mehr. Drei. Minimum drei.
Ich geh raus. Den hab's. Ja, wahrscheinlich ist einer noch im Haus, oder? Ja, aber der ist müde. Der hat's gerade hingelegt. Oh, Gott sei Dank. Bei dir würde ich mich auch hinlegen. Boah. So. Gott sei Dank. Ich bin wieder im Haus. Ja, ich hab's jetzt Gott sei Dank auch mal überlebt. Nur Markus hat seinen generellen Spawnpunkt hier dran. Ich auch. Nee, jeder auf eine Seite. Einer macht hier, Enrico, du machst hier, ich gehe hier rüber. Hier, du machst hier. Doch, ich kann damit viel anfangen, Kollege. Du machst es dir hier. Nee, danke. Nee, dann geh ich runter vom Dach, weil das ist mir zu. Da hast du den scheiß Zaun davor. Enrico, wollte ich gerade sagen, ganz oben ist Eselnuss mit dem Zaun. Ja. Schön, die schwere Einheit mal schon mal wegnehmen. Jo, jetzt muss ich nachladen, ist klar. Nein, ich muss weg. Mir macht's weh, mir macht's aua. Wollt ihr mich verarschen? Dankeschön. Das ist der nächste Schritt gewesen. Nee, danke. Alter, die Durchkörper abwerfen. Kann nicht wahr sein, ey. Was denn? Ach, die scheiß Zuster, die werfen einfach Täuschkörper. Okay. Irgendwo ist einer am Haus, der ist reingekommen, ich weiß nicht wo. Fahrzeug gekommen. Einen habe ich zumindest noch rausgenommen, beziehungsweise die Besatzung. Ich hoffe, die Fahrzeuge sind ja ins Hörchen, aber es reicht nur kurz warten, bis die aussteigen, alle und dann holen. Ja, und Wasserwerfer. Ja, die Druck, durch die Druckwelle. Aber so, so schlecht finde ich das Level nie. Bist du beschissen? Ja. Es ist mir einfach nur zu langatmig, dass ich es gut gemacht habe, aber es ist mir zu langatmig. Das ist schon ziemlich krass. Wir sind gerade bei Welle 5. Na, wir sind schon, kann man eigentlich sagen.
so, ja. Je nachdem, wie man sieht. Ja. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Immer positiv sehen, ja. Toll. Ich hab Corona. Hä? Was? Bitte was? Du sagst das positiv. Leider, du weißt jetzt nicht Corona. Gemein. Ich hab lieber Corinna. Jawohl. Komm. Ah, oh, nee. Ach, oh, 5 Wellen nur. Oh, gut. Oh, Gott sei Dank, du. Du bist durch, ja? Scheiße, war das anstrengend. Das war schon von mir eine halbe Stunde dafür. Länger. Ich kann nicht sagen, aber ich habe kurz gedacht, wir schaffen es nicht, ne? Ja, nach der ersten Welle sah es schon so aus, nach dem, okay.